Nach der Festnahme der RAF-Terroristin Daniela Klette in Berlin-Kreuzberg gehen die Ermittlungen intensiv weiter. Der Verdacht gegen einen weiteren Verdächtigen, der ebenfalls in der Hauptstadt festgenommen wurde, hat sich offenbar nicht erhärtet. Bei dem Mann soll es sich nicht um einen der zwei Komplizen Klettes handeln. Die heute 65-Jährige wurde nach mehr als 30 Jahren von Zielfahndern geschnappt. Sie soll gemeinsam mit den mutmaßlichen Mittätern Ernst Volker Staub und Burkhard Garwig zur dritten Generation der linksextremistischen Rote Armee-Fraktion gehören. Dem Trio werden versuchter Mord und schwere Raubtaten vorgeworfen. Bis in die Morgenstunden wurde die Wohnung von Daniela Klette auf den Kopf gestellt, wie Matthias Heinrich berichtet. Jede Spur wird gesichert, alles tragen die Ermittler aus der Wohnung der festgenommenen RAF-Terroristin Klette in der Sebastianstraße in Berlin-Kreuzberg. Jahrzehnte haben die Beamten damit verbracht, immer wieder Hinweisen nachzugehen, alte Spuren neu zu bewerten. Der Staat habe bewiesen, dass er Rechts- und Linksterrorismus im Blick hat, sagt die Politik. Eben diese Wehrhaftigkeit der Demokratie und die Zuverlässigkeit des Rechtsstaates eben demonstrieren und zeigen, dass selbst 30 Jahre alte Verbrechen nicht so einfach aus unseren Köpfen verjähren jedenfalls. Und die sollten sich alle, jegliche Extremisten, nicht sicher sein, dass sowas verjährt sein könnte oder man irgendwann abtauchen könnte und man nicht erkannt werden würde. Graue Haare zum Zopf gebunden und sogar mit einem Facebook-Account. Klette, wie sich zunächst mit einem italienischen Pass aus, leistete keinen Widerstand. Ihre Fingerabdrücke wurden ihr zum Verhängnis. Irgendwann ist es vorbei, wird sie sinngemäß zitiert. Zusammen mit ihren Komplizen, den RAF-Mitgliedern Ernst Volker Staub und Burkhard Garwig, lebte sie wohl von solchen Bank- und Geldtransporter-Überfällen. Es ist natürlich schon erstaunlich, dass sich drei Leute, die dazu auch noch aktiv werden, indem sie Supermärkte überfallen und Geldtransporte überfallen, dass man nicht auf deren Spur gekommen ist. Man darf nicht vergessen, die gehörten mal zur RAF. Sie sind aber ja nicht im Grunde wegen ihrer RAF-Zugehörigkeit gesucht worden, weil alle Dinge, die man im Zusammenhang mit der Roten Armee-Fraktion mit ihnen in Verbindung bringen kann, sind im Grunde alle verjährt. Denn das Einzige, was nicht verjährt ist, ist Mord. Und davon gibt es einige Unaufgeklärte aus Klettes Ära, zum Beispiel Ernst Zimmermann, ein Industrieller, Karl-Heinz Beckurz, Siemens-Manager mit seinem Fahrer, Gerold von Braunmühl aus dem Auswärtigen Amt, Alfred Herrhausen, Deutsche Bank-Chef, Detlef Carsten Rohwedder, Treuhand-Chef. Klette konnte bisher mit diesen Verbrechen nicht in Verbindung gebracht werden. Die Polizei tappt bei der sogenannten dritten RAF-Generation im Dunkeln. Also wir wissen über die inneren Abläufe der dritten Generation wenig. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es jetzt schon in polizeilichen Mitteilungen Hinweise darauf gibt, dass Frau Klette ja die Kronzeugenregelung in Anspruch nehmen könne, wenn sie denn über ihre eigene Tatbeteiligung hinaus umfassend auspackt. Das ist natürlich ein Angebot. Aber vielleicht gelingt es den Ermittlern, Daniela Klette zu knacken. 30 Jahre hat sie im Untergrund auf der Flucht gelebt, davon 20 mitten in Berlin. Das ging wohl nicht ohne Unterstützung. Das Lebensende hinter Gittern, keine rosige Aussicht. Sie ist der einzige Ansatzpunkt. Ein zweiter Festgenommener von gestern wurde wieder freigelassen. Er hatte nichts mit der Terrorbande zu tun.